Das E.ON Energy Research Center. Das Forschungszentrum der Aachener Universität beschäftigt sich mit den Energieproblemen der Zukunft. Dabei werden die 7 Stiftungsprofessuren und Institute von E.ON, einem der größten europäischen Energieunternehmen, finanziert. Der Leiter des 2006 gegründeten Forschungszentrums ist überzeugt, in Zukunft benötigen Hochschulen noch mehr Unterstützung aus der freien Wirtschaft, wenn sie zu gesellschaftlich wichtigen Zukunftsthemen forschen sollen. In den letzten Jahren gab es nur sehr wenig neue Investitionen in die Energieforschung. Durch die Wirtschaft nicht, aber auch nicht vom Staat. Gleichzeitig aber werden unsere wichtigsten Primärenergiequellen immer teurer. Die Lebensqualität, wie wir sie in Europa lange gewohnt waren, kann also nur aufrechterhalten werden, wenn wir wirklich intelligente Wege finden, Energie effizient zu speichern. Und wir müssen dringend neue Energielösungen entwickeln. Bereits bekannte Methoden genügen nicht mehr, um den zukünftigen Energiebedarf zu sichern. Deswegen arbeiten an den Instituten des ERC Professoren und Doktoranden aus verschiedensten naturwissenschaftlichen Fächern zusammen. So können neue Techniken zur Wärmedämmung in Gebäuden helfen, um das noch ungeklärte Heizungsproblem in Elektroautos zu lösen. Denn mit der Abwärme aus dem Verbrennungsmotor können die Elektroautos der Zukunft nicht beheizt werden. Interdisziplinäres Denken ist gefragt. Am zuständigen Institut forschen Hochschule und Unternehmen gemeinsam am Problem. In der Zusammenarbeit entstehen ja auch gerade neue Ideen für neue Vorhaben, die dann eben zusammen mit allen Mitarbeitern hier am Center umgesetzt werden können. Es ist also kein Widerspruch in dem Sinne, dass man nicht eng mit Unternehmen zusammenarbeiten darf, wenn man grundlagenorientiert arbeiten will, sondern es ist eher ein Zusammenfügen der Dinge, die auch zusammengehören, dass wir diesen Transfer schaffen von der Grundlagenforschung bis zur Anwendung. An der Aachener Universität diskutieren der Leiter des Energieforschungszentrums und sein Geldgeber künftige Wachstumschancen am Modell. Einst forschte Klaus-Dieter Maubach selbst. Mittlerweile ist er im Vorstand von E.ON tätig. Die Energiebranche ist im Umbruch. Anstöße von außen werden wichtiger. Natürlich haben wir eine bestimmte Positionierung im Energiefeld. Natürlich glauben wir zu wissen, was in Zukunft richtig ist. Aber wir müssen uns dafür öffnen, diese Positionen ständig zu hinterfragen. Und eins ist klar, aus uns selbst heraus geschieht das nicht in dem Maße, wie es notwendig ist in einer sich ständig ändernden Welt. Und genau da muss Universität ansetzen. Die müssen uns herausfordern. Die müssen hinterfragen, die müssen in Frage stellen, uns auch mit neuen Vorschlägen konfrontieren, mit neuen Zukunftsbildern konfrontieren. Und das in einer Art und Weise, dass wir wirklich unsere eigenen Positionen kritisch hinterfragen. Universitäten setzen verstärkt auf Kooperationen mit der Wirtschaft. An den T-Labs, den Telekom Laboratories der Technischen Universität in Berlin, ist Sebastian Möller einer von 7 Stiftungsprofessoren. Auch sein Lehrstuhl wird über mehrere Jahre von der Deutschen Telekom finanziert. Was Unternehmen und Universität an diesem Forschungszentrum zusammenbringt, ist der Wunsch nach anwendungsnaher Grundlagenforschung. Das schließt natürlich eine gewisse Doppelrolle ein, die wir haben als einerseits als Hochschullehrer, andererseits aber auch als Teil einer Forschungsabteilung der Telekom, die natürlich gewisse Anforderungen an uns hat, die wir als Hochschullehrer normalerweise nicht hätten. Zusätzlich ist es aber auch so, dass die Telekom sehr wenig direkte Anforderungen an unsere Forschungsleistung stellt. Es werden keine Vorgaben gemacht bezüglich der Themen, die wir erforschen können. Thematisch von der Breite, von der Tiefe her. Der einzige Ausschluss, den es vielleicht gibt, ist, direkt mit dem Konkurrenten zusammenzuarbeiten. Aber ansonsten gibt es keinerlei Vorgaben von Themen, die wir bearbeiten dürfen. Und wir machen natürlich auch über die Arbeit mit der Telekom zusammen sehr viel andere Forschungsarbeit, die dann in Anführungszeichen reine Forschung ist. In Aachen haben Public-Private-Partnership-Modelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft Tradition. Der Rektor der beteiligten Technischen Hochschule glaubt, dass beide Seiten noch stärker kooperieren könnten. Dabei sollte die jeweilige Hochschule vertraglich festlegen, dass Forschungsprojekte von inhaltlichen Vorgaben frei bleiben.
Kann man überhaupt unabhängig sein, wenn man mit so einem großen Unternehmen auf eine so enge Partnerschaft geht? Und ich glaube, also ich beantworte die Frage mit einem uneingeschränkten Ja. Wir fühlen uns absolut unabhängig. Wir würden auch eine solche Partnerschaft gar nicht eingehen wollen, wenn der Partner in der Frage der wissenschaftlichen Ergebnisse konkrete Erwartungen äußert, weil das geht gar nicht. Das ist unseriös. Ich versuche das immer so zu erklären, wenn Sie gemeinsame Forschung machen, dann forschen Sie ja das Unbekannte. Ich glaube, man muss an den Universitäten und wir in den Unternehmen genauso eine gewissermaßen Bereitschaft haben und ein Verständnis für die andere Seite. Also vorzugsweise redet man in den Hochschulen dann mit Menschen, die auch mal in welcher Art und Weise auch immer Erfahrungen in Wirtschaft und Industrie gesammelt haben. Die verstehen, wie ein Unternehmen wie E.ON tickt, wie wir funktionieren, warum wir in einer bestimmten Art und Weise agieren. Und ich würde sagen, umgekehrt an uns muss man auch die Forderung stellen, dass wir das auch verstehen müssen. Wir müssen verstehen, wie Universität funktioniert. Wie könnten Unternehmen und Hochschulen noch besser zusammenarbeiten? Wechselseitiges Verständnis und Respekt für die jeweils andere Kultur wird auch an den Telekom Laboratories als Grundlage des Erfolgs angesehen. Im Prinzip sind Wirtschaft und Wissenschaft ideale Partner, so der Leiter des Berliner Forschungszentrums. Um Missverständnisse zwischen beiden Partnern zu vermeiden, müssen beide Seiten ganz klar sagen, was ihre Ziele sind. Das heißt, das private Unternehmen verfolgt ein betriebswirtschaftliches Ziel, durch Forschung und Entwicklung Mehrwert zu erzeugen. Der öffentliche Partner, die Universität, verfolgt das Ziel, wissenschaftlich exzellente Ergebnisse zu erzielen und zur Lehre beizutragen. Beide Ziele müssen auf dem Tisch liegen, müssen miteinander vereinbar sein und sind auch miteinander vereinbar. Das ist hier wirklich gute Nachricht, dass man durch längerfristige Forschung der Universität, die dann in kurzfristigerer Entwicklung im Unternehmen transferiert wird, wirklich Wert stiften kann und gleichzeitig wissenschaftlich exzellente Ergebnisse erreichen kann. Ich kann anderen Forschungseinrichtungen nur empfehlen, ähnliche Wege zu gehen. Die Universitäten sollten sich mehr öffnen. Spitzenforschung in Fachpublikationen zu veröffentlichen, kann uns doch nicht genug sein. Wir wollen auch junge Leute zukunftsorientiert ausbilden und natürlich neue Erfindungen in neue Produkte umgesetzt sehen.